Wien 1938. Am Radio verfolgt die Familie Artenberg, wie auf dem Heldenplatz die Massen Hitler zujubeln. Bernie debattiert mit seiner verängstigten Frau Michelle über eine mögliche Rückkehr nach Paris. Der Name der von Bernie geleiteten Bank, Stein und Mendel Wien, ist nicht unbedingt eine Empfehlung bei den neuen Machthabern. Zu denen gehört auch Hansis Stiefsohn. Erne ist jetzt SS-Offizier und hat sich mit seiner Dienststelle in den Prunkräumen des Ringstraßenpalais einquartiert. Seine Freude an der neuen Macht, die er Hansi zunächst deutlich spüren lässt, wird bald getrübt, denn Berlin setzt ihm den Standartenführer Fiskoleit vor die Nase. Bernie versucht, sich und die Familie von der Politik fernzuhalten. Als eines Tages ein General von Prettwitz bei ihm erscheint, um über ihn Verbindungen mit General Kestranek anzuknüpfen, spielt Bernie nur widerwillig den Vermittler. Auch der alte General kann ihm nicht klar machen, dass in diesen Zeiten niemand nur für sich allein leben darf. Wieder einmal ist es Hansi, die Bernies Träume von Ruhe und Zurückgezogenheit stört. Sie wird auf der Straße von einer Frau angesprochen, die sich als Martha Mendel, jüdische Schauspielerin aus Linz und entfernte Verwandte, vorstellt. Zunächst wollte sie zu Franz Ender, bei dem aber bereits die Gestapo ist, um ihn über seinen Bruder Paul zu verhören. Paul arbeitet immer noch für die Sozialdemokraten in Brünn. Hansi versteckt Martha im Dachbodenzimmer des Palais. Durch Zufall entdeckt ausgerechnet Ernö Martha Mendels Versteck. Er braucht nicht lange, um zu erfahren, wer sie wirklich ist. Während Bern in Panik gerät und Martha einfach aus dem Haus schicken will, schmiedet Hansi ein geschicktes Komplott zu ihrer Rettung. Sie kompromittiert Ernö derart, dass er gezwungen ist, bei Marthas Flucht mitzuhelfen. Den falschen Pass dafür besorgt Bernie. Paul Ender, der ebenfalls mit falschen Papieren von Brünn nach Paris unterwegs ist und kurz im Palais auftaucht, hat ihn endlich überzeugt, dass es notwendig ist, Stellung zu beziehen. Sturmführer Klopp, Herr Hitler. Das ist meine Tante Frau Kellemann und ich bin die Hanna Artenberg. Kellemann? Ich habe mich bei einem Obersturmbannführer Kellemann zu melden. Das sind Sie ja fast richtig, gleich ums Eck. Wenn du schon da bist, soll auch da bleiben. Wo ist die Großmama? Die ist schon unten. Mit der Sophie Matschek. Kaum hat die den Kuckuck gehört, ist sie auch schon anmarschiert. Kuckuck? Was ist das denn? So heißt bei uns der Luftschutzsender. Kuckuck, Kuckuck, das ist das Signal. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner ihre Eier in unser Nest legen. Also kommen schon. Dem Erne können Sie nach der Entwarnung Ihre Aufwartung machen. Erne? Obersturmbannführer Ernst Kellemann. Er ist Tante Hanses Stiefsohn. Ihr Stiefsohn? Trauen Sie mir keinen Stiefsohn zu? Keinen Obersturmbannführer. Aber wissen Sie, in diesem Haus ist alles möglich. Ich wollte mal sogar einen Standartenführer heiraten. Aber er hat Glück gehabt. Er ist vorher versetzt worden. Was sagen Sie im Radio? Kampfverbände im Anflug auf Kärnten, Steiermark. Zwischen Raab und Steinermanger fliegt ein Kampfverband, ein langer. Vorn kein Jäger, hint kein Flak. Vielleicht bricht er sich selbst das Knack. Der Herr Klopf kennt das sicher. Verzeihung, nein. Bin erst gestern in Wien eingetroffen, war noch nie hier. Wenn wir noch lang hier stehen, dann wird er vielleicht gar nichts mehr von Wien zu sehen bekommen. Sind Sie verwundet?
Streifschuss. Schon fast verheilt. Andenken an das Papuk-Gebirge. Wo ist denn das? Nördliches Jugoslawien. Ist denn dort Krieg? Partisanenbekämpfung. Ja, mein liebes Kind. Das sind so die Sachen, die man im Wehrmachtbericht nicht zu hören bekommt. Also kommt jetzt. Verstanden. Erbitte Meldung, wenn was Neues vorliegt. Ende. Ja, wieder mal Raum Linz. Im Moment keine Gefahr für Wien. Aber auf die Dauer werden euch die alliierten Brüder nicht verschonen. Ja, das war wohl eine Illusion. Das kann ich mir vorstellen, nach der Moskauer Deklaration vom vergangenen November. Ja, mein lieber Adenberg, weil euch die Alliierten die Wiederherstellung eines unabhängigen österreichischen Staates versprochen haben, habt ihr wohl geglaubt, dass sie euch auch mit ihren Bombenangriffen verschonen werden. Diejenigen, die sich trauen, ausländische Sender zu hören, haben das wohl gehofft. Die sollen begreifen, dass sie mit uns an einem Strick ziehen müssen. Sonst werden sie eines Tages mit uns an einem Strick baumeln. Verzeihen, Herr General, aber das klingt fast wie ein Artikel des Herrn Dr. Goebbels aus der letzten Nummer vom Reich. Sie kennen mich jetzt lange genug, Abendberg. Sie wissen genau, wie ich das meine. Stimmt. Ich kenne Herrn General seit 1938. Vielleicht erinnern sich Herr General noch an unsere erste Begegnung. Die Front habe ich gerade noch beim Zusammenbruch in Italien erlebt. Das hat durchaus seine Vorteile. Beim nächsten Mal wird man nicht wieder auf mich zurückgreifen. Die Wehrmacht steht hinter dem Führer, das stimmt. Aber die Wehrmacht will keine militärischen Abenteuer. Ein Krieg, das wäre doch ein Irrsinn. Das würde ja Deutschlands Wiederaufstieg kaputt machen. Das ist jedem klar. Ja, das war 1938, Herr General, im März. Ich erinnere mich genau. Jetzt haben, Herr General, den Polenfeldzug und 2 Jahre Russland hinter sich. Bin um einen Arm ärmer und ein Ritterkreuz reicher. Das haben Sie vergessen. Ja, und Sie sind doch noch Oberleutnant geworden. Mit 45 Jahren. Aber das verdanke ich weniger meinem Heldentum als meinen Sprachkenntnissen. Ihre Sprachkenntnisse, deswegen habe ich Sie hier rufen lassen. Sie sprechen Französisch, wären Franzose. Ich habe ja lange genug in Paris gelebt, Herr General. Und kenne eine Menge Leute. Franzosen. Ganz bestimmte Franzosen. Falls Herr General die Familie Castro meinen? Ihre Frau ist doch eine Castro. Ja, stimmt. Aber wir haben keine Ahnung, was mit den Castro ist, die Herr General offenbar meinen. Einer ist bei diesem General de Gaulle in London. Das weiß wiederum ich. Aber ich meine im Moment gar nicht so sehr die Castro. Was würden Sie von einer Versetzung nach Paris halten? Ich könnte das organisieren. In welcher Verwendung, Herr General? Ganz in der Nähe von Rommel, Heeresgruppe B. Der Rommel der Markösterreicher. Und wir könnten einen Mann wie Sie dort brauchen. Wie darf ich das wir verstehen, Herr General? Meinen Herr General mit wir die Wehrmacht? Wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir. Mensch, Attenberg, stellen Sie sich doch nicht doof. Sie wissen genau, worum es geht. Wenn erst die Wunderwaffen eingesetzt werden. Unmögliches wird sofort erledigt. Wunder dauern etwas länger. Achtung, Achtung. Wir geben eine Luftlagemeldung. Schwerer Kampfverband im Anflug aus dem Westen Richtung Gaustadt. Weitere feindliche Jagdverbände im Raum Mariazell. Es ist in Kürze mit Bombenabwürfen zu rechnen. Wir bitten Sie, in den Luftschutzräumen zu bleiben. Ende der Durchsage. Ich habe Äpfel mitgebracht. Wer will? Tante Sophie? Ich habe überhaupt keinen Appetit. Was denn die Herr? Von der Schmarsal. Das ist eine Schulkollegin. Ich mache immer die Mathematikaufgaben. Wollen Sie? Danke. Ihre Eltern haben einen großen Schrebergarten in Deutsch-Wagram. Früher war sie immer die Schwächste in der Klasse. Jetzt hat sie einen Vorzug. Alle lassen sie abschreiben. Eine Kriegsgewinnerin.
Du, eine Freundin mit einer Kaffeeplantage wäre gut. Trinken Sie Kaffee, Herr Klopfer? Klopf, bitte. Ich heiße Klopf. Und Kaffee? Nein, danke. Ich habe an den Klopfer gedacht. Das ist ein Hase. Ein Hase? Ja, aus dem Bambi von Felix Salten. Wie sollte der Klopf den Klopfer kennen? Oder Felix Salten doch ein Jud ist. Leider nur Magermilch, Mama. Ich trinke ihn schwarz. Achtung, Achtung. Wir geben eine Luftlagemeldung. Der feindliche Kampfverband befindet sich über Wien. Bombenangriffe auf die Bezirke Mödling und Liesing. Ende der Durchsage. Mein Vater ist Oberleutnant. Mein Bruder ist auch eingerückt, aber erst seit 3 Wochen. Er hat gerade Matura gemacht. Buben haben's leicht. Wenn einer nur lesen und schreiben kann, passt schon. Kriegsmatura. Hauptsache, er kennt sich bei der Flak aus. Er war Luftwaffenhelfer. Und ich muss in die Schule gehen. Ich glaub nicht, mein Kind, dass den Herrn unsere Familiengeschichte interessiert. Aber warum denn nicht, Mama? Er ist neu hier. Es ist doch sicher sehr lehrreich für ihn zu erfahren, was die Ostmark zum Endsieg beiträgt. Ich bin froh, dass ich keine Buben habe. Gott sei Dank um Töchter muss man sich keine solchen Sorgen machen. Seit die Christine bei meiner Schwester in Tirol ist, habe ich überhaupt keine Angst mehr. Ich könnte ja auch zu meiner Schwester nach Tirol fahren, aber ich fall so ungern jemandem zur Last. Und aus meiner Wohnung gehe ich nicht heraus. Jetzt machen wir es endlich einmal gemütlich. 20 Jahre lang habe ich mich um meine Töchter kümmern müssen. Und jetzt bin ich ganz allein. Jetzt habe ich endlich einmal meine Ruhe. Achtung, Achtung. Wir geben eine Luftlagemeldung. Keine Bomben mehr auf die vorhin genannten Bezirke. Der Kampfverband befindet sich im Abflug nach Süden. Ende der Durchsage. Übermorgen fahre ich wieder nach Deutsch-Wagram raus zur Schmarsal. Da gibt's Porree. Porree? Lauch, Stangenlauch, Porree. Mama hat ein Rezept aus Paris. Ganz was Feines. Bei uns gibt's überhaupt nur allerexquisiteste französische Küche. Porree à la Castrou. Ich bin nämlich eine französische Fremdarbeiterin, Herr Klopf. Blödsinn, sie ist seit 20 Jahren in Wien. Und eine begeisterte Anhängerin von Maréchal Pétain. Stimmt's, Michel? Das ist ein Mann, dieser Pétain. Der hat erkannt, wo Frankreichs Zukunft liegt. Gott sei Dank. Entwarnung. Das wär's dann mal wieder. Und ich zeige Ihnen noch, wo Sie den Onkel Erne finden. Obersturmbannführer Ernst Kellermann. Danke für die Gastfreundschaft. Heil Hitler! Wo hat sie denn den aufgetaucht? Mach mir richtig Sorgen um die Hanna. Wenn Sie hier um die Ecke gehen zum Haupteingang, dann kommen Sie zum Onkel Ernö. Also, bis zum nächsten Alarm. Geht's nicht früher? Hallo, der Herr sind von der schnellen Truppe, wie man so schön sagt. Morgen Abend? Ich muss Aufgaben machen. Ich bin ein Schulmädchen, Herr Klopfer. Klopf? Oder sehe ich aus wie ein Hase? Übermorgen vielleicht. Haben Sie ein Auto? Auto? Nein. Schade. Da hätten Sie mich nach Deutsch-Wagram rausführen können, zur Schmarsal um den Porree. Und ohne Auto ist nichts? Straßenbahn. Ist aber sehr weit, dauert sehr lang. Kann gar nicht lange genug dauern. Einen Augenblick bitte. Herr General von Stülpnagel, Paris. Prettwitz? Ja, Prettwitz? Ja, Tag von Stülpnagel. Oh, so. Wir haben eben Alarm hinter uns. Nein, nicht hier. Wiener Neustadt, die Flugmotorenwerke, wie üblich. Ja, deshalb melde ich mich. Ich hätte hier einen Mann, ja, Graf Ardenberg, Oberleutnant. Nein, Ostmärker, spricht perfekt Französisch. Ja, hier in Wien ist er mit seinen Fähigkeiten völlig fehl am Platze. Bist du schon da? Der Führer hat beschlossen, heute Nachmittag auf meine Mitwirkung
bei der Erringung des Endsieges zu verzichten. Sie ist auf ihr Kämpfen an der Heimatfront. Wie geht's denn Mama heute? Gut. Sie hat eben ihre Methode, damit fertig zu werden. Sie nimmt nichts zur Kenntnis. Soll das heißen, dass sie auch nicht in den Luftschutzkeller geht, wenn Fliegeralarm ist? Doch, sie geht. Aber wie sie geht? Sie tut so, als gehöre es zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen einer Gräfin Artenberg, einen Teil des Tages im Keller zu verbringen. Das muss man können. Leider kann ich es nicht. Merci. Kommt ihr nicht mit? Wir haben noch was zu besprechen. Ah, ja. Was war bei deinem General? Er hat mir erzählt, dass ein Castro bei General de Gaulle in London ist. Er weiß von George? Er hat gesagt, ein Castro. Aber es kann sich doch wohl nur um Kapitän George Comte Castro handeln. Ich habe getan, als hätte ich keine Ahnung. Und er hat mir bestimmt nicht geglaubt. Das sind so die kleinen Spielchen in diesem Gewerbe. Diese Leute sind gut informiert. Ja, sie haben ihre Kontakte wirklich überall. Jetzt warte ich nur noch auf den Moment, wo sie herausfinden, dass ein gewisser Eduard Baumann in London ein Halbbruder von mir ist. Vielleicht darf ich dann mit dem Fallschirm über England abspringen, wie der Rudolf Hess. Dann gehe ich noch lieber nach Paris. Nach Paris? Ja, ich soll nach Paris. Ich habe das Gefühl, die wollen dort ein paar Leute haben, von denen sie wissen, dass sie wenigstens nicht gegen sie sind. Du könntest vielleicht nachkommen. Das wäre wunderbar. Seit 1938 waren wir nicht mehr dort. Als Therese ihr drittes Kind bekommen hat. Es geht nicht. Was wird mit Marianne? Marianne? Ist doch bei der Verwandtschaft im Waldviertel bestens aufgehoben. Und Hanna? Hanna, die wird dringend hier benötigt, um Mama und Hansi auf Trab zu halten. Und Franz? Wenn er Urlaub bekommt und ich bin nicht da, ich kann nicht einfach wegfahren und meine drei Kinder hier lassen. Schade. Paris. Wie das Haus in der Rue de Rivoli jetzt aussehen mag. Ob Charles und Therese unsere Wohnung sehr verändert haben. Ich bitte dich, hör auf. Denk nicht immer daran. Es war eine dumme Idee von mir. Außerdem bist du hier viel sicherer. Sicherer? Hm? Wegen der Luftangriffe? Oder wegen deiner Tätigkeit in Paris? Weißt du überhaupt, was du dort sollst? Ich habe keine Ahnung. Dolmetscher? Oder vielleicht direkter Kurier zum Führer? Bernie, bitte? Spiel nicht Weltgeschichte? Ich? Dazu bin ich viel zu unsportlich. Das Einzige, wovon ich etwas verstehe, das sind Bankgeschäfte. Meine Kriegserfahrungen stammen aus dem Jahre 1918. Und mit 45 hat man mich als Oberleutnant kostümiert. Ich habe keine Ambitionen. Immerhin bist du ein Artenberg. Ja, leider. Wenn Sie einen Krieg anfangen, die Herren, dann fragen Sie uns nie. Aber wenn Sie bis zum Hals im Dreck stecken, dann erinnern Sie sich plötzlich, dass die Artenbergs mit den Castro verwandt sind. Schon her. Aber nein. Ein Vaterlandsverteidiger mit einem Rucksack voll gehamstertem Gemüse. Wenn das der Führer wüsste. Zugestiegen. Zwei halbe, bitte. Was wollt? Zwei halbe. Kinder und Militär zahlen die Hälfte, oder? Innere Witz können Sie noch am Hut stecken. Mit dem Gepäck gehen Sie auf die hintere Plattform. Wie sind das neu? Aber hören Sie mal, das stört doch keinen. Ich überhaupt nichts. Ich habe meine Vorschriften. Also auf die hintere Plattform bitte, aber geschwind. Danke. Hören Sie mal, das haben wir schon gern.
Wir haben Krieg, ist Ihnen das neu? Biefke. Liebenswürdige Zeitgenossin, der müsste man mal bei Gelegenheit... Der muss man gar nichts. Die Leute sind arm dran. Nichts zu essen, nichts zum Anziehen, aber Bomben. Es ist Krieg. Ja eben, es ist Krieg. Im 38er Jahr beim Anschluss, da haben sie immer zu hören bekommen, wie gut es ihnen gehen wird. Und jetzt heißt es ununterbrochen ostmärkische Schlappschwänze und so. Das geht nicht gegen sie, wirklich nicht. Aber die Bonzen, die machen sich halt immer so wichtig. Wie kommen Sie mit dem Onkel Erne aus? Gut, sehr gut. Er ist gar nicht so wienerisch. Das müssen Sie ihm sagen. Da freut er sich. Er wäre so gern ein Preuße geworden. Hanna. Hanna, ich wollte Sie was fragen. Ja? Die Wiener, die sind gar nicht mehr so begeistert wie damals, 1938. Das ist nicht so ernst. Die meckern halt. Die haben immer an allem herumgemeckert. Wie die Berliner. Sie sind doch kein Berliner? Ich? Nein, nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich bin aus Münster in Westfalen. Wo der Friede her ist? Ja. Der Westfälische Friede, 1648. Weiß ich. In Geschichte habe ich einen Einser. Gratuliere. Sie, Herr Klopfer? Klopf. Klopf gefällt mir nicht. Wie wäre es mit Walter? Walter heißt bald einer. Klopf? Klopfer? Klopferl. Ich sag Klopferl. Sie, Herr Klopferl aus Westfalen, wo der Friede her ist. Glauben Sie, dass bald wieder Friede sein wird? Ganz ehrlich, glauben Sie's? Wenn erst die Wunderwaffen eingesetzt werden. Die Wunderwaffen. Jeder redet von den Wunderwaffen und keiner weiß, was das ist. Es genügt doch, wenn der Führer es weiß. Wissen Sie, Klopferl, was ich wissen möchte? Na? Jetzt werden Sie entsetzt sein. Wann es wieder Schokolade gibt. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch ist es. Eine so große Tafel Schokolade. Milchschokolade. Kann auch Kochschokolade sein, wenn es nur viel ist. Eine Kilotafel. Ich weiß, jetzt werden Sie gleich sagen, an der Front sterben tagtäglich Tausende und ich denke an Schokolade. Ich kann verstehen, dass Sie das nicht verstehen können. Die Großmama hat schon recht gehabt. Was ist mit Ihrer Großmutter? Nichts, gar nichts. Sagen Sie es! Wenn Sie mich anbrüllen, sage ich überhaupt kein Wort mehr. Verzeihung. Schreien können Sie mit Ihren Rekruten. Ich halte lieber meinen Mund. Gar kein Vertrauen? Doch. Das ist ja das Pech. Ausgerechnet zu Ihnen. Also, Hanna, was ist mit Ihrer Großmama? Sie hat gesagt, dass ich Ihnen aus dem Weg gehen soll, weil ich meinen Mund nicht halten kann. Wie die Tante Hansi. Ein SS-Mann in der Verwandtschaft reicht. Den Porri, den muss man faschieren und dann kochen, kochen, kochen. Das ist der Trick dabei. Das muss eine Art Suppe werden. Und die Gewürze sind wichtig, vor allem Estragon. Estragon? Manche Leute nehmen Knoblauch, aber Mama nimmt Estragon. Hanna, haben Sie Angst? Man weiß nie, wer zuhört. Die Leute haben alle Angst. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Vor den Bomben, vor den Russen, vor der Gestapo. Aber vor mir? Vor mir haben Sie keine Angst. Nein. Eben nicht.
Das ist ja das Schreckliche. Dass du endlich da bist. Wieso endlich? Es ist noch nicht einmal 6. Die haben sich schon alle Sorgen um dich gemacht. Warum? Es war doch kein Fliegeralarm. Ich war bei der Schmaserl draußen. Mit diesem Kopf, oder wie der heißt? Klopf. Von mir aus Klopf. Darf ich das nicht? Reg dich nicht auf, natürlich darfst du. Er ist ein SS-Mann. Ist das so ein Unglück? Nein, nicht unbedingt. Hat die Großmama vielleicht mit dir geredet? Wieso die Großmama? Sie hat gesagt, dass ich ihm aus dem Weg gehen soll, weil ich meinen Mund nicht halten kann. Das habe ich von dir. Kann ich bitte auch eine Zigarette haben? Das Rauchen, das habe ich auch von dir, würde die Großmama sagen. Was würde der Klopf dazu sagen? Ein deutsches Mädchen raucht nicht. Was ist eigentlich los? Was habt ihr alle gegen ihn? Nur weil er bei der SS ist? Haben sie dich heraufgeschickt, damit du mir klar machst, dass das kein Umgang für mich ist? Eine Artenberg und ein SS-Mann, das ist bei Gott kein Umgang. Sei nicht dumm. Du weißt genau, was ich meine. Großmama fürchtet, du könntest auch sonst noch einiges von mir haben. Ach, so ist das gemeint. Ja. Genauso. Ich bin nicht blind. Und der Rest der Familie auch nicht. Hanna, schau. Es geht jetzt wirklich nicht darum, dass er ein SS-Mann ist. Aber in ein paar Wochen verschwindet er wieder. Was dann? Du bist 17. Stell dir vor, du bekommst ein Kind. Ach so. Das sind eure Sorgen. Der Skandal, die Familienehre. Weißt du, wie du mir jetzt vorkommst? Wie die Großmama. Eine echte Artenberg. Und weißt du, an wen du mich jetzt erinnerst? An mich. Hanna, komm her. Na komm schon. Du weißt ganz genau, wie wurscht mir die sogenannte Familienehre ist. Ich möchte nur nicht, dass es dir so geht wie mir. Wenn du damals ein Kind bekommen hättest von deinem Schau, vielleicht wäre dann alles anders geworden. Ja, vielleicht. Aber du hast kein Kind bekommen. Wenn du meine Tochter wärst, würde ich genauso mit dir reden. Ja, das haben Mütter so an sich. Besonders die Ersatzmütter. Bitte nicht böse sein. Ich hab's nicht so gemeint. Du hast ganz recht. Ersatzmütter machen sich viel mehr Sorgen. Und da sagt meine Mama immer, Tante Hansis Liebling darf sich natürlich alles erlauben. Nur den Klopferl nicht. Magst du ihn? Ja. Sehr. Ist das so schlimm? Noch nicht. Aber wenn es einmal schlimm werden sollte, dann kümmert sich die Tante Hansi schon drum. Sie ist noch ein Kind. Mach doch bitte kein Drama draus. Hanna ist erst 17, sie wird schon nicht dran sterben. In ein paar Wochen denkt sie gar nicht mehr an ihn. 17? Ich war damals auch 17. Aber ich war kein Kind mehr. Es war auch Krieg und er ist nicht wiedergekommen. Gestorben bin ich nicht daran. Das stimmt. Aber vergessen.
Vergessen habe ich bis heute nicht. Tut mir leid, Hans, ich weiß, das hätte ich nicht sagen sollen. Was soll ich denn tun? Ich habe gehofft, du könntest erreichen, dass er hier bleibt. Das kann ich nicht. Er ist Offizier. Seine Verwundung ist längst ausgeheilt. Er ist frontdiensttauglich. Anna. Schluss, habe ich gesagt. Hast du Angst, dass jemand kommt? Hier herauf auf den Dachboden. Wer denn? Dass jemand kommt, habe ich keine Angst. Es ist unser letzter Tag. Juli. Bernies letzter Brief ist von Zeiten. Seither keine Zeile. Mach dich nicht verrückt. Bei dem Durcheinander kann die Feldpost schon einmal hängen bleiben. Was ich jetzt in Frankreich abspielen muss, meine Liebe. Du freust dich. Die armen Teufel, die wieder mal den Schädel hinhalten müssen, tun mir leid. 3 Jahre lang hat uns der Goebbels erzählt, wie wir auf die Invasion vorbereitet sind. Und jetzt? Der ganze wunderschöne Atlantikwall hat nicht einen einzigen Tag lang gehalten. Und der Herr Rommel, der Liebling der Nation, macht das Kraut auch nicht fett. Pass auf, in 4 Wochen ist De Gaulle in Paris. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir da einmal wünschen könnte. De Gaulle soll nicht nach Paris kommen. Ich habe Angst, Franz. Ich habe nie gewusst, dass man solche Angst haben kann. Wir haben bisher solches Glück gehabt. Auch mit den Castor in Paris. Vor 4 Wochen habe ich Nachricht bekommen, dass sie noch leben. Und der Bernie war in Wien und der Franz ist erst in April eingerückt. Kannst du dir vorstellen, dass es Frauen gibt, die jetzt schon seit 5 Jahren solche Angst haben? Weil sie nicht wissen, ob die Männer noch leben. Die Kinder noch leben. Ununterbrochen. Jeden Tag diese Angst. Sie haben sich daran gewöhnt. Sie haben sich daran gewöhnen müssen. Was hätten Sie denn tun sollen? Sich daran gewöhnen oder den Verstand verlieren? An sowas kann sich kein Mensch gewöhnen. Michelle, bitte reiß dich zusammen. Es nützt nichts. Der Bernie sitzt in Paris bei irgendeinem Stab. War das wirklich notwendig, dass er hingefahren ist? Michelle, das weiß ich doch nicht. Doch, du weißt eine ganze Menge. Bevor er abgefahren ist, da warst du hier. Stundenlang habt ihr die Köpfe zusammengesteckt und wenn wer ins Zimmer gekommen ist, seid ihr auseinandergefallen. Wie 2 Schulbuben. Das war keine normale Versetzung nach Paris. Das weißt du. Und du bist auch dabei. Ich bin bestenfalls eine bedeutungslose Randerscheinung. So wie dein Bernie. Also weißt du doch was. So gut wie nichts. Einige Leute machen sich Illusionen. Ja, zugegeben, sie waren auch bei mir. Wer? Einige Herren aus dem Altreich. Die Wehrmacht. Ohne Hitler könnte man im Westen zu einer Einigung kommen. Im Westen müssten sie doch einsehen, dass die deutsche Wehrmacht der einzige Damm gegen den Kommunismus ist. Nur so könne man Deutschland vor der Zerstückelung retten. Dann könnte sicherlich auch der Anschluss beibehalten werden. Dann könnten wir vielleicht sogar Südtirol bekommen. Und? Und? Sie waren höchst verwundert. Die Herren, wie ich Ihnen gesagt habe, dass wir hier in Österreich gar keinen allzu großen Wert auf die Beibehaltung des Anschlusses legen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir gerne bereit sind, Ihnen zu helfen, den Hitler loszuwerden. Im Übrigen aber möchten wir gerne wieder Österreicher sein und nicht Ostmärker. Hast du noch einen Kaffee? Natürlich.
Und weiter? Und nichts. Später habe ich erfahren, dass die Herren von anderen Leuten hier Ähnliches zu hören bekamen. Von uns Roten ebenso wie von den ehemaligen Schwarzen. Und wie du siehst, der Hitler ist immer noch da. Und jetzt zerbrich dir bitte nicht mehr den Kopf darüber. Hanna, bitte. Ich hab Nein gesagt und dabei bleibt's. Ach komm schon, du mit deinem Nein, Nein, Nein. Sei kein Frosch. Sei kein Frosch. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Na, was denkst du denn, wer du bist? Die Komtesse Artenberg. Ganz was Feines, ha? Huh? Wohl zu schade für mich. Was redest du da für einen Blödsinn zusammen? Ihr glaubt alle, ihr seid was Besonderes. Die liebe Großmama, die liebe Tante Hansi, die Mama aus Frankreich und uns hasst ihr. Nur mir brauchst du nichts vorzumachen, ich hab das sehr wohl bemerkt. Bin ja nicht doof. Ich hab nur den Mund gehalten zu eurem ganzen defätistischen Gequassel. Deinetwegen. Na endlich. Jetzt kommt der SS-Mann zum Vorschein. Hör auf! So habe ich das nicht gemeint. Ich bin nicht die Gestapo. Ich bin Soldat. Frontsoldat, Herrgott nochmal. Und morgen gehe ich ab zu meiner Truppe nach Russland. Russland ist gut. Da haben sie euch doch längst rausgeworfen. Wo steht sie denn, deine Truppe? Weißt du das überhaupt? Wenn du dich beeilst, kommst du vielleicht noch zur Verteidigung von Ostpreußen zurecht. Du Held, du! Hör endlich auf damit. Muss ich dir die Kriegslage erläutern? Lies den Wehrmachtsbericht. Ich kann es nicht verantworten, den Untersturmführer Klopf noch länger hier herumsitzen zu lassen, nur weil deine Nichte in ihn verliebt ist. Die Hitze ist wirklich unerträglich. Schon 6 und es wird nicht kühler. Es ist teuer, ein Juli. Es sitzen viele hier herum. Nicht du. Ich weiß, wenn du könntest, du wärst draußen. Aber du bist ja auch ein Irrer. Und jeder, der schaut, dass er weiter hier herumsitzen kann, hat recht. Soll ich dir die Kriegslage erläutern? Ich habe ihn gelesen, den Wehrmachtsbericht. Die Amerikaner und Engländer sind in Rom. Und bald werden sie in Paris sein. Ja, schau ihn dir an, deinen Wehrmachtsbericht. Wie lange wollt ihr denn noch Krieg führen? Bis die Russen in Wien sind? Walküre auslösen. Ernst Kehlemann? Ins Wehrkreiskommando? Jetzt? Sofort? Jawohl, verstanden. Heil Hitler. Tut mir leid. Ich muss fort. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich bin ins Wehrkreiskommando bestellt. Irgendwas muss da los sein. Ich rufe dich am Abend an. Ja, Kehlemann, sofort meinen Wagen. Jawohl, sofort. Sei vernünftig und red dem Mädel gut zu. Ich bin kein Idiot. Ich weiß genau, wie es ausschaut. Beschissen wäre noch geprahlt, hat mein Vater gesagt. Aber was sollen wir denn tun? Aufhören. Endlich aufhören. Aufhören, das kenne ich. Waffenstillstand im Westen, damit die gesamte Wehrmacht gegen die Russen eingesetzt werden kann. Als ob die jetzt noch aufhören würden, auch wenn wir wollten. Nun mach doch Schluss mit der Heulerei. Du bist doch kein Kind mehr. Sieh mal, andere Mädchen in deinem Alter... Hanna, du bist doch nicht von gestern. Andere Mädchen, ja. Nicht deshalb. Du weißt schon, ich bin nicht prüde. Ich bin kein Frosch. Ich muss immer an die Tante Hans denken. Die war damals so alt wie ich. Musik.
ist nicht zurückgekommen. Es wird nicht darüber geredet, aber jeder weiß es. Seither hat sie ihren Knacks. Ich will nicht, dass es mir auch so geht. Dir doch nicht, Hanna. Ich komm zurück, da kannst du dich drauf verlassen. Unkraut verdirbt nicht. Gestört, aber ich habe mir nicht getraut zu telefonieren. Dr. Ender ist verhaftet worden. Oh Gott. Sie haben ihn doch erst vor 3 Wochen freigelassen. Ja. Und heute früh haben Sie ihn wieder geholt. Eine Frau aus dem Haus war bei mir und... Oh, kommen Sie, wir sind schon alle unten. Nein, ich gehe lieber. Jetzt sind Sie verrückt. Kommen Sie schon. Bleib lieber hier. Danke. Was machen die ernst? Dass die Hanna nicht da ist. Sie wollte zum Schulkollegin raus. Zu der Schmaser nach Deutsch war, kam du dich sicher wo rein. Hoffentlich. Wenn sie nicht in der Straßenbahn war, da ist auf Kilometer weit sein Haus. Doch, doch. Bleib ganz ruhig, Michelle. Brauchst du was, Mama? Nein, nein, es ist nichts. Wissen Sie etwas über Ihren Sohn, Frau Steininger? Schauen Sie mich nicht so entgeistert an. Ich weiß schon sehr lang, wer die Sekretärin in der Kanzlei Ender ist. Schon sehr, sehr lang. Die Toni selbst hat es mir noch gesagt, nach dem Tod meines Mannes. Wissen Sie etwas von Ihrem Sohn? Er ist in der britischen Armee. Zuletzt war er in Burma, aber das ist schon fast 2 Jahre her. Von meinem Sohn habe ich das letzte Mal was aus Paris gehört. Gleich nach dem 20. Juli. Seid ihr nichts mehr? Michelle, ist ja gut. Die sind weit weg, die sind ganz weit weg. Gleich ist es vorbei, hörst du? Michelle, Michelle, wir halten es durch. Das haben wir nicht schon alles durchgehalten. Damals habe ich geglaubt, ich kann es nicht ertragen. Dass Sie und mein Mann... Dass ich ein Kind von ihm bekommen habe. Er war anständig. Er war so anständig. Er hat nie ein schlechtes Wort über sie gesagt. Wie das verheiratete Männer meistens tun, wenn sie ein Mädel herumkriegen wollen. So war er nicht, Gräfin. Nein. Der
Und ist damals gerade ein Jahr alt gewesen. Für mich war es eine Tragödie. Und wie unwichtig ist es halt. Sie haben sicher auch nicht leicht gehabt. Nein, leicht war es nicht. Nicht wegen dem Geld. Not habe ich nicht gelitten, nicht damals. Später dann, nach 1918, da war freilich alles weg, was ich bekommen habe. Aber da hat mich dann die Frau Dr. Ender in die Kanzlei genommen. Geld hat keine Rolle gespielt, auch wenn man keines gehabt hat. Das klingt dumm, ich weiß, aber bei uns war das so. Die Buben sind eben Offiziere geworden und die Töchter haben geheiratet. Damals. Woran man sich alles erinnert, wenn man da zurückdenkt. Ein Mittagessen hat eine Krone gekostet. Eine Krone? Eine Krone, das hat meine Mutter Wirtschaftsgeld gehabt. Pro Tag. Für uns vier zu Hause. Später hat man um einen Schilling ein Schnitzel bekommen. Mit Erdäpfelsalat. Und wie viele Leute haben nicht einmal den einen Schilling gehabt? Und jetzt denkt man nur daran, ob man morgen noch lebt. Schaut ja schön aus. Erzähl schon. Ist wer zu Haus? Nein, ich bin allein. Also, erzähl. Wie den Russen? Na, denen ihr Typ bin ich nicht. Du, manche Mädel schmieren sich Marmelade ins Gesicht, damit die Russen glauben, sie haben einen Ausschlag. Du sag, schaut eh ganz ordentlich aus. Ja, wie in Versailles. Noch schöner wäre gar nicht zum Aushalten. Da schau. Ich hab's aber ganz schön erwischt. Es ist schön, dich wieder zu sehen, Georges. Je suis ravi d'être là. Mon cher, je te présente. Mein Cousin, Graf Achtenberg, ich darf dich Frau Rottek vorstellen. Ja.
Ich will nicht weiter stören. Du störst nicht. Es ist dein Haus. Ich betrachte mich als deinen Gast. Mein Haus? Naja, bin jedenfalls froh, dass die französische Besatzungsmacht es benutzt. Es war nicht einfach, unseren amerikanischen Alliierten zuvorzukommen. Sie lieben Barockschlösser. Aber das ist doch Ringstraßenzeit. Gewiss, meine Teure. Nur versuche einmal, einem Colonel aus Wisconsin den Unterschied begreiflich zu machen. Ich habe einige Sachen zu Hannah hinüberbringen lassen. Danke. Ich wollte nur noch fragen. Leider noch nichts. Wir haben da einen sowjetischen Major im Alliierten Rat. Sehr nett. Aber... Mein Sohn ist vermisst. Er soll bei Küstrin in Gefangenschaft geraten sein. Major Castro hat mir erzählt, was geschehen ist. Es tut mir so leid, Graf Artenberg. Dieser Major, ja, er hat versprochen, sich zu erkundigen. Bei den Genossen dauert das. Ich weiß. Man muss Geduld haben. Hanna und ich haben ja nichts anderes zu tun, als zu warten. Madame. Georges, ich wollte dir nur noch einmal danken für das Paket. Oh, stopp, Ré. Hast du nachgedacht? Ein Laissez-passer für Paris. Ich könnte es für dich besorgen. Ich habe nachgedacht und ich habe mit Hannah gesprochen. Seid nicht. Ich werde wohl noch eine ganze Weile hier an diesem Schreibtisch sitzen. So, du, ich glaub, die Verhung, wie er plötzlich vor der Tür gestanden ist. Das kann ich mir vorstellen. Irgendwas muss geschehen. Was, der wird die Leute aufpassen. Überhaupt bei uns. Ja, mein Vater war ein Nazi, weißt du eh. So, der Fuhr, wenn da wer was merkt. Psst. Kommt wer? Das kann nur der Papa sein. Nicht sagen, ich fahr dann gleich mit dir raus. Ja, das ist ja schon spät, du kommst in die Finsternis. Also, die Erdäpfel sind halt noch alt, aber neue habe ich noch keine. Hallo? Besuch? Das ist die Irma Schmaserl, meine Schulkollegin. Grüß Gott, Frau Schmaserl. Was ist denn da los? Ist das eine Filiale vom Schwarzen Markt im Essenpark? Nein, ein bisschen Schleichhandel. Also, zwei Dosen Sardinen, eine Dose Irish Stew, Milchpulver. Willst du Keks? Ja, bitte. Gut. Mehl kannst du auch haben. Ja. Aber da müssen wir was drauf machen. Ja, mein ja. Abrechnen so. Dann mal morgen, wenn es rauskommt. Gut. Ja, also morgen. Du, wenn du mit dem Radl kommst, pass auf. Die Russen sind scharf drauf, seit es keine Autos mehr zum Stellen gibt. Ich weiß schon. Marmelade ins Gesicht. Also, ich verschwinde jetzt, gell? Die Straßenbahn fährt nur bis Essling. Hab ich eine halbe Stunde zu Fuß. Ich bring die runter. Nein, find schon den Weg allein. Wiedersehen, Herr Graf. Auf Wiedersehen, Frau Straße. Hast du Hunger? Soll ich dir einen Sardinenbrot machen? Nein, wirklich nicht, danke. Ich muss gleich gehen. Wohin denn? Zum Onkel Franz in die Kanzlei. Es gibt da noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Du, geh nicht hinunter auf die Straße in der Finsternis. Und du pass auf dich. Ich habe eh keine Uhr mehr, die es mir wegnehmen können.
Seidenstrümpfe. Nylon. Da laufen keine Maschen mehr. Fast keine. Aus Amerika. Aus Amerika. Mitten im Krieg haben die Zeit gehabt, sowas zu erfinden. Und uns hat der Hitler von seinen Wunderwaffen erzählt. Damit machen die Amis jetzt ihre Eroberung. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Nicht bei mir. Ich habe die Sachen nur zusammengesucht. Georges meinte, alles, was einem Mädchen wie Hannah Freude machte. Er kennt sich da nicht so aus, sagt er. Wo ist sie denn überhaupt? Wollen wir das alles nicht feierlich überreichen? Sie ist irgendwo in der Nähe von Deutsch-Wagram, um Gemüse zu holen. Brauchen Sie vielleicht Gemüse? Danke, wirklich nicht. Ich koche nur sehr selten. Georges isst lieber im Offiziersclub. Sie denken nach, was Sie jetzt sagen könnten. Hm? Irgendeine Höflichkeit, um mich schnell loszuwerden. Wie kommen Sie denn da drauf? Das merkt man. Bieten Sie mir einen Cognac an, wenn einer da ist. Es ist einer da. Und Georges? Das Ganze ist Ihnen peinlich. Was ist mir peinlich? Dass es mich gibt. Georges ist verheiratet, ich weiß. Glücklich verheiratet. Wahrscheinlich kennen Sie seine Frau und seine Kinder sogar. Ich habe sie nur kurz vor dem Krieg zwei oder dreimal in Paris gesehen. Und jetzt präsentiert er Ihnen seine Geliebte. Eine Schokolady, wie man in Wien sagt, ein Chesterfield Girl. Die Ausgabe für die französische Besatzungsmacht könnte man vielleicht Gitane, Madame, nennen. Salut. Warum erzählen Sie mir das, Frau Rottig? Das geht mich doch nichts an. Ich heiße Inge. Sie können Inge zu mir sagen. Warum versuchen Sie, sich für etwas zu entschuldigen, was mich wirklich nichts angeht? Sicherlich tun Sie nichts anderes als das, was viele Menschen tun, um zu überleben. Ich gebe zu, ich verstehe vieles nicht, aber das liegt wohl mehr an mir. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Schauen Sie, ich bin erst seit 3 Wochen aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Ich war an diesem 20. Juli 1944 nicht in Paris. Reiner Zufall. Aber es hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Sie haben Glück gehabt. Meine Frau ist tot, meine Mutter ist tot, meine Schwester ist tot und mein Sohn wird vermisst. Ich lebe. Ich kann mich nur noch nicht richtig an den Wert von einem paar Nylonstrümpfen gewöhnen. Das ist von Bert Brecht. Aber den kennst du nicht, der war ja verboten. Die Tante Hansi hat's immer gespielt. Ach, bedenken Sie, Herr Walter Klopf. Dein Gesicht solltest du jetzt sehen. Schau nicht so wie ein Ochs vor der Hinrichtung. Du hast es doch hinter dir. Du bist draußen. Draußen aus dem ganzen Dreck. Du bist ihnen davongerannt, Walter. Und sie haben dich nicht erwischt. Du lebst. Der Krieg ist aus und du lebst.
Für mich ist der Krieg noch lange nicht aus. Ich muss sehen, wie ich weiterkomme. Wohin denn? Raus aus der Russenzone. Über die Demarkationslinie. Nach Hause. Nach Hause. Natürlich. Nach Münster in Westfalen, wo der Friede her ist. Aber jetzt bleibst du erst einmal da, bis du dich erfangen hast. Was? Hier? Klar, hier. Ich bring dich schon wieder auf gleich. Wozu haben wir denn Onkel George und seine Konserven? Ja, und was sagst du deinem Vater? Dem erst einmal gar nichts. Der aber, Hanna. Nichts aber. Der merkt es nicht. Hanna, denk doch mal nach. Ein aus sowjetischer Haft entsprungener SS-Offizier. Den versteckst du ohne Wissen deiner Familie? Die Familie, die besteht doch nur mehr aus Papa und mir. Beruhig dich. Du bist nicht der Erste, der auf dem artenbergischen Dachboden untergetaucht ist. Gewesen und schien zu. Das scheint bei uns schon Familientradition zu sein. Warum bist du eigentlich nicht gleich hergekommen? Ich habe mich an dieses Fräulein Schmarsal erinnert. Wir waren noch ein paar Mal dort, um Porree zu holen. Stangenlauch. Stangenlauch, ja. Ich bin dahin, weil ihr Vater doch damals... ein Mordstrom-Nazi war. Ja. Und zu uns hast du dich nicht getraut? Wir könnten dich womöglich wieder an die Russen ausliefern. Du nicht. Doch. Ich auch. Weil ich damals nicht mit dir ins Bett gegangen bin. Da hast du dir gedacht, wer weiß... vielleicht hat sie längst einen anderen. Aber das ist doch ein Jahr her. Ein ganzes Jahr. Du bist ein Idiot. Was bist du doch für ein schrecklicher Idiot. Ich muss das Bett frisch überziehen. Meinst du, ich kann wirklich hier oben bleiben? In deinem Zimmer? Klar. Und wo wirst du schlafen? Ich? Auch hier. Wo denn sonst? Sag, warum kommst du mit dieser Geschichte zu uns? Ich möchte von euch einen juristischen Rat. Einen juristischen Rat? Von uns? Ihr seid doch Advokaten. Und außerdem gehört ihr zur Familie. Kannst du lesen? Natürlich kann ich lesen. Dann gib mir das bitte. Hier, mein Fräulein. Ich kann nicht lesen. Und ich will auch nicht lesen können. Sie kann nicht lesen. Will auch nicht lesen können. Was sagt dein Vater dazu? Der weiß von nichts. Was? Deswegen bin ich doch zu euch gekommen. Der Bernie weiß von nichts. Hast du das gehört? Die junge Dame versteckt irgend so einen SS-Halunken und der Herr Papa weiß von nichts. Er ist kein Halunke. Er hat niemandem etwas getan. Aber wo? Keiner hat was getan. Lauter Engel. Alles ist von allein passiert. Der Onkel Erne hat damals auch der Martha Mendel geholfen, wegzukommen. Obwohl sie eine Jüdin war. Und er war bei der SS und noch dazu ein ganz hohes Vieh.
Der Klopferl war nur ein Soldat an der Front. Der Klopferl. Der Walter Klopf. Der Ernie Killeman war zwar ein unverbesserlicher Nazi, aber im Grunde seiner Seele ein anständiger Mensch. Sonst hätte er sich nicht umgebracht, wie er gesehen hat, dass alles kaputt ist. Hätte sich der Klopferl auch umbringen sollen? Nur damit ihr ihn für einen anständigen Menschen haltet? Hanna. Du hast vorhin gesagt, du bist zu uns gekommen, weil wir zur Familie gehören. Aber sonst denkst du überhaupt nicht an die Familie. Dein Vater ist gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Dein Bruder wird vermisst. Du hast eine 10-jährige Schwester. 12 ist sie. Und ist bei der Christine in Oberösterreich gut versorgt. Mich interessiert die Verwandtschaft nicht. Mich interessiert nur der Klopferl. Du wolltest unseren Rat. Bitte, da hast du ihn. Lass um Himmels Willen die Finger davon. Schau, dass dein Herr Klopf so schnell wie möglich aus eurem Haus verschwindet. Besser heute als morgen. Er wird schon irgendwo untertauchen. Ja, im Untertauchen haben die Herren ja schon einiges Talent bewiesen. Du bringst alle Leute in eine schreckliche Lage. Deinen Vater und den Georges Castrou. Begreifst du das denn nicht? Der Castrou, wenn er das erfährt, wird die Russen das erfahren. Ein geflüchteter SS-Offizier in einem von der französischen Besatzungsmacht beschlagnahmten Gebäude. Ja, wirklich? Eine scheißliche Sache. Das hat der Papa damals auch gesagt, wie die Tante Hansi die Martha Mendel bei uns versteckt hat. Das war etwas ganz anders. Also, so geht das nicht. Warum hast du ihn versteckt? Weil ich ihn mag. Wie sehr? So sehr, wenn er nicht bleiben kann, dann gehe ich mit ihm. Und wenn ihr mir nicht helft, dann werde ich mich versuchen, mit ihm so durchzuschlagen. Ihr müsst uns helfen. So, wir müssen. Und warum müssen wir, wenn ich fragen darf? Wenn ich ihn heirate, gehört er auch zur Familie. Hast du gehört? Eine Attenberg. Und überhaupt, vielleicht kriege ich ein Kind von ihm. Bitte? Da schaut's jetzt was. Die kriegt ein Kind. Hanna, du bist 17. 18. 18, schön und gut 18. Was weißt du schon, was alles passiert ist? Sie weiß nichts. Sie weiß so gut wie gar nichts von all dem, was passiert ist. Wir werden unser Wissen ein Leben lang mit uns herumschleppen. Na, wir müssen ja helfen. Jetzt fangst du auch zu spinnen an. Kriegst du wirklich ein Kind? Ich weiß es nicht. Es war erst gestern. Ich bin ein halbes Dutzend Mal im Gefängnis gesessen. Beim Dollfuss, beim Schuschnigg, beim Hitler. Hast du das vergessen? Wahrscheinlich hat mich nur das Kriegsende vor der Hinrichtung gerettet. Ta Paul war ein Jahrzehnt lang in der Emigration. Die Gestapo hat ihn durch halb Europa gehetzt. Dass er noch lebt, ist das reinste Wunder. Und die junge Dame kommt daher und erzählt uns, dass sie von einem SS-Mann ein Kind bekommt. Vielleicht bekommt sie ein Kind. Jedenfalls kommt sie zu uns, damit wir einem SS-Mann helfen, unterzutauchen. Ich bin nicht vor dem Dollfuß, dem Schuschnigg und den Unmenschlichkeiten eines Herrn Hitler geflüchtet, damit ich jetzt selbst mit der Unmenschlichkeit weitermache. Ich werde ihr helfen. Ihr. Aber wenn er was getan hat, das kriege ich raus. Das garantiere ich dir. Mein Vater war Leutnant im Ersten Weltkrieg. Nachher hat er als Buchhalter gearbeitet. Aber das hat wohl nicht lange gedauert. Solange ich mich erinnern kann, war er arbeitslos. Bis 1934. Und Ihre Mutter ist waschen gegangen in fremder Leute Haus. Verschonen Sie uns mit diesen Klischees, Monsieur. Was hast du gegen Klischees? Die sind eine Realität, mein Lieber. Sonst wären da keine Klischees draus geworden. Meine Mutter ist nicht waschen gegangen. Sie war Näherin. Sie hat in einer Hemdenfabrik gearbeitet. Und der Besitzer war Jude. Er hat seine Arbeiter ausgebeutet und die weiblichen Angestellten gezwungen, mit ihm ins Bett zu gehen, wenn sie den Posten nicht verlieren wollten. Er war kein Jude, aber er hat Pleite gemacht. 1932. Da waren dann beide arbeitslos, Vater und Mutter.
Mit einem Wort, Sie mussten alle Nazi werden, ob Sie wollten oder nicht. Franz, bitte. Georges. Machen wir doch endlich Schluss mit dieser Komödie. Ist doch wirklich lächerlich, dass wir hier Gerichtsverhandlungen spielen. Nein, mein lieber Bernie, das ist weder lächerlich, noch ist es eine Komödie. Das ist eine todernste Angelegenheit. Hier geht es um einen Menschen, begreifst du das? Um einen Menschen, der von uns abhängt. Von uns. Traust du dich da wirklich so einfach zu sagen, der war bei der SS, also raus mit ihm. Sollen ihn doch die Russen schnappen und mit ihm anfangen, was sie wollen. Dürfen wir es uns so leicht machen? So leicht, wie sich die Nazis mit den Juden gemacht haben? Der trägt einen gelben Stern, also ab nach Auschwitz. Bravo. Du halt den Mund. Du hast uns das eingebrockt. Du kannst die Situation nicht beurteilen. Unsere Situation, in die du uns gebracht hast. Das kannst du leider wirklich nicht, mein Kind. Ein Flüchtling wie ich, ein Dauergast im Gefängnis wie er, ein französischer Offizier. Und wir sollen gerecht sein? Von deinem lieben Papa rede ich nicht. Den hättest du sicher schnell herumgebracht. Also, Herr Klopf. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Wenn ich sage, ich habe von allem nichts gewusst, dann glauben Sie mir ja doch nicht. Ich war 10, als Hitler kam. Ich war 16, als der Krieg anfing. Was hätte ich denn dagegen tun sollen? Was habt ihr schon Großes getan? Habt ihr es verhindern können? 1939 war es leider schon zu spät. Ja, da war es zu spät. Aber im März 38, was habt ihr da getan? Als der Hitler in Österreich einmarschiert ist. Und dann im Herbst, wie das Sudetenland an der Reihe war. Da ist euer Monsieur Daladier zum Hitler nach München gefahren. Und der Chamberlain aus London auch. Ich sehe noch von mir den Mr. Chamberlain. Mit seinem Regenschirm, wie er auf dem Flugplatz mit diesem Papier gewackelt hat. Peace, Friede. Ja, Friede. Solange die Herrschaften ihren eigenen faulen Frieden gehabt haben, da waren wir ihnen wurscht. Das ist unten beim Tor. Erwartet ihr wen? Nein. Komisch ist das. Wie früher. Wenn es geläutet hat, da hat man auch nicht mit dem Milchmann gerechnet. Es ist auch dieses Mal nicht der Milchmann. Es sind Russen. Nicht nochmal! Unsinn! Wenn die was wollen, schlagen sie die Tür ein. Das möchte ich sehen. Dieses Gebäude ist von der französischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Darauf pfeifen die Genossen, im Bedarfsfall. Dann gehe ich also hinunter. Ich begleite. Unsinn, du bleibst hier. Du machst dich möglichst unsichtbar. Will nicht, dass du da hineingezogen wirst. Der Klopf soll zum Küchenfenster hinausklettern und auf den Schutthaufen springen. Den sieht man von der Straße nicht. Komm, schnell! Er klettert nicht aus dem Fenster und er springt nicht auf den Schutthaufen. Herr Klopf, gemäß den alliierten Vereinbarungen über die Verfolgung von Kriegsverbrechen sind Sie festgenommen. Betrachten Sie sich als Häftling der französischen Militärbehörde. Er ist kein Kriegsverbrecher! Der Franz hat früher ganz recht gehabt. Du solltest endlich den Mund halten! Georges, mon vieux, du wirst schon noch draufkommen, was es heißt, mit den Altenberg verwandt zu sein. Grüß Gott, ich hab schon geglaubt, es ist niemand da. Beinahe wäre ich wieder weggefahren. Da ist das Gemüse, was ich der Hanna noch schuldig bin. Das Gemüse. Ja, für die Konserven vom letzten Mal. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich, die Konserven. Ich trage schnell rauf, weil die Taschen, die brauche ich. Wart's ein bisschen, ich komm gleich wieder. Karascho? Und hast du jetzt wieder mehr? Dann nicht schon. Gehören die zu Ihnen? Ja, die sind von uns draußen, von der Kaserne. Die haben mich mitgenommen. Den einen, den kenne ich, den einmal an. Ist ein ganz netter Kerl. Ach, die Hanna ist nicht zu Hause. Ach so, ist länger weg? Nein, sie ist nur was einkaufen. Ja, na dann, aber ich hätte schon raufgetragen. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Lassen Sie Ihre Freunde nicht warten. Freund ist ein bisschen zwiegesagt. Na ja, der eine vielleicht. Na ja, aber zum Hergeben haben sie eh nichts. Aber man hat wenigstens vor den anderen eine Ruhe. Lass uns die Hanna schön grüßen, gell? Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein. Wenn es vielleicht am Wochenende rauskommen kann, da haben wir schon Erdäpfel. Thank you.
Das ist doch wirklich grotesk. Die ganze Familie steht Kopf, nur weil diese dumme kleine Kuh sich ausgerechnet in einen SS-Heini verlieben muss. Bien entendu, Monsieur. Ich will sagen, damit wir einander recht verstehen, das war kein Scherz mit Ihrer Festnahme. Wenn Sie glauben, Sie haben den Kopf schon aus der Schlinge, noch lange nicht. Wenn sich herausstellt, dass alles Lüge ist, was Sie uns erzählt haben. Wenn wir draufkommen, dass Sie das arme Mädel nur ausnützen wollten. Wenn er ein reines Gewissen hat, warum versteckt er sich? Die fragen doch nicht, ob einer wirklich was getan hat. Er ist abgestempelt. Wenn er wirklich nichts verbrochen hat, warum riskiert er das alles? Er hat Angst. Angst? Wenn Sie ihn jetzt erwischen, ist doch alles viel schlimmer. Hat er als Soldat keine Angst gehabt? Da war er ein Held, nicht wahr? Hanna, um Himmels Willen, Kind. Und wenn er dich angelogen hat, wenn er genau weiß, warum er untertauchen muss. Er hat Angst. Ganz gewöhnliche Angst. Gestern Nacht, da hat er geweint. Der große Held aus dem Krieg, richtig geweint wie ein kleiner Bub. Du, das war schrecklich. Wie damals, als die Bomben gefallen sind. Wir haben uns unter der Decke verkrochen und beide geheult vor Angst. Ich muss das Gemüse von der Irmi rauftragen. Schau, Kohlrüben, die könnte ich uns heute Abend machen. Hanna. Die Frau Rottek, die hat mir ein Rezept gegeben. Kohlrüben ganz fein gehackt mit Bohnen und grober Gerste. Schmeckt wie ein Fleischlaberl, hat sie gesagt. Hast du dir gedacht, dass die kochen kann? Der Onkel George, hat sie gesagt, will nur im Restaurant essen. Aber sie kann kochen. Eipulver. Richtig, Eipulver muss noch rein. Vielleicht kann ich uns ein Würstel dazu schneiden. Hast du dir überlegt, wie es weitergehen soll? Auch wenn wir ihn jetzt hier herausbringen, diesen Herrn Klopf. Damit ist es doch noch nicht vorbei. Er ist abgestempelt. Das hast du selbst gesagt. Sie werden ihn jagen. Jetzt sind es die Russen, dann sind es vielleicht die Amerikaner oder auch seine eigenen Landsleute. Hanna, du bist 18 Jahre alt. Willst du dein Leben damit anfangen, dass du auf der Flucht bist? Wie lange soll das so weitergehen? Es sind grauenhafte Dinge geschehen. Wir beginnen erst jetzt zu verstehen, was wirklich geschehen ist. Es muss ein furchtbares Strafgericht kommen. Man kann doch nicht einfach weiterleben, als wenn nichts gewesen wäre. Er hat nichts getan. Ich weiß, dass er nichts getan hat. Auch wenn er nichts getan hat, er ist abgestempelt. Weißt du, was das bedeutet? Angst haben. Jede Nacht. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Glaubst du, dass du das durchstehen kannst? Um mich braucht sich niemand Sorgen zu machen. Ich komme schon zurecht. Für Georges ist das eine große Chance, wenn er nach Baden-Baden geht. Beförderung, ein eigenes Kommando. Warum gehen Sie nicht mit? Er wollte es, aber besser nicht. Früher oder später wird seine ganze Familie nachkommen. Ich möchte nicht mein ganzes Leben eine Gitane-Madame bleiben. Ist auch gar nicht notwendig. Ich habe schließlich was gelernt. Italienisch, Französisch in Wort und Schrift. Fremdsprachenkorrespondentinnen werden bald sehr gesucht sein. Vielleicht gehe ich nach Innsbruck.
In die französische Zone. Das hier habe ich für Hannah mitgebracht. Nylons, die kann sie sicher brauchen. Ganz unzerreißbar sind sie eben doch nicht. Danke. Wie geht's ihr denn? Gut. Sie hofft noch immer, dass das Verfahren gegen ihr Klopferl bald eingestellt wird. Georges meint auch, dass man dem jungen Mann nicht wirklich was vorwerfen kann. So wartet sie eben. Und Sie? Ich? Auch. Wissen Sie schon, was Sie tun werden? Nichts Bestimmtes. Georges meint, wir sollten wieder nach Paris zurückgehen. Wir haben da noch Anteile an der Bank. Nicht viele, wirklich nicht viele, aber es wäre immerhin ein neuer Anfang. Und? Ja, ich weiß nicht. Ich habe schließlich auch eine andere Tochter, die jüngste. Ist zwar gut untergebracht, aber trotzdem, sie ist erst 11. Und dann warte ich auch noch auf meinen Sohn. Noch immer keine Nachricht? Nein. Schauen Sie, mir geht's wie Ihnen. Gelernt habe ich was, also kann mir nichts passieren. Blicken wir optimistisch in die Zukunft. Wir könnten die Karten aufschlagen. Glaube, das wäre fast so verlässlich, als wollten wir die Politiker befragen, was in der Zukunft passiert. Nein, da besteht ein großer Unterschied. Die Karten lügen nicht. Sie glauben dran? Ich weiß nicht. Es war immer mehr Spaß. Ich habe es von einer Großmutter gelernt. Aber die hat felsenfest daran geglaubt. Und Sie können wirklich die Karten aufschlagen? Ja. Sie sehen, meine Zukunft ist gesichert. Wenn es mit der Fremdsprachenkorrespondenz nichts ist, dann werde ich Wahrsagerin. Soll ich es versuchen? Na ja, warum nicht? Ach, Unsinn. Ich muss gehen. Ich habe Sie schon zu lange aufgehalten. Sie wollen Ihre Passions zu Ende legen. Bleiben Sie. Ich versäume nichts. Was hätte ich auch zu versäumen? Also, wie steht es mit der Zukunft des Hauses Artenberg? Gut. Auf Ihre Verantwortung. Und damit Sie es wissen, kein Pardon. Wir müssen den Herzkönig suchen. Den Herzkönig. Da ist er. Oh, danke. Und jetzt? Und jetzt mischen. Ja. So. Abheben. Danke sehr. Das sind Sie. Und jetzt geht's los. Da verschiedene Methoden? Tausende. Aber nur eine verlässliche. Die von meiner Großmutter. Aha. So. Jetzt geht's los. Gut. Das fängt sehr gut an. Reichtum. Das können wir brauchen. Nicht ganz so gut. Treff Dame. Familiärer Ärger mit einer weiblichen Person. Oje, die Hanna. Gesundheit. Naja, könnte schlimmer sein. Ich bin weitsichtig. Das wird sein. Wenn hier das Pik Ass liegt, dann bedeutet das Tod. Sagt die Großmutter. Ja, und die muss es wissen. Und jetzt wird's interessant. Oh, Herzdame neben dem Herzkönig, das bedeutet Glück in der Liebe. Es war sehr taktlos von mir, entschuldigen Sie. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Wenn man jemand findet, den man mag, ist doch nichts Schlimmes. Hoffentlich fällt durch den Wind nicht noch ein Stückchen vom Dach herunter. Tja, man sollte gar nicht glauben, was der alte Kasten schon alles mitgemacht hat. Sie hängen sehr daran, an dem Gebäude, nicht wahr? Ich weiß nicht. Manchmal habe ich es auch verflucht. Man ist so abhängig. Aber das hat wahrscheinlich auch sein Gutes. Man kann sich nicht so einfach fallen lassen, wissen Sie? So ein Haus zwingt einen, etwas zu tun. Wissen Sie schon, was Sie tun werden mit dem Haus? Zuerst einmal werde ich schauen, dass der ganze Schutt wegkommt. So eine Art symbolhafter Handlung.
Glauben Sie, dass jetzt eine neue Zeit beginnt? Eine bessere Zeit, meinen Sie? Wenn man sich umschaut, wie alles kaputt ist. Stimmt schon. Man kann sich's gar nicht vorstellen, dass das alles jemals wieder so aussehen wird wie früher. Aber warum soll das alles eigentlich wieder so aussehen wie früher? Ich glaube, man müsste jetzt ganz neu anfangen. Frei von allem, was früher war. Glauben Sie, dass man das kann? Wenn irgendwann, dann jetzt. Zumindest sollte man es versuchen. Kommen Sie, wir haben noch einen ganz schönen weiten Weg. Ach, ich hätte wirklich allein gehen können. Natürlich hätten Sie das. Ich gehe gern mit Ihnen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir zwei übrig gebliebenen. Wien 1938. Am Radio verfolgt die Familie Artenberg, wie auf dem Heldenplatz die Massen Hitler zujubeln. Bernie debattiert mit seiner verängstigten Frau Michelle über eine mögliche Rückkehr nach Paris. Der Name der von Bernie geleiteten Bank, Stein und Mendel Wien, ist nicht unbedingt eine Empfehlung bei den neuen Machthabern. Zu denen gehört auch Hansis Stiefsohn. Erne ist jetzt SS-Offizier und hat sich mit seiner Dienststelle in den Prunkräumen des Ringstraßenpalais einquartiert.
Seine Freude an der neuen Macht, die er Hansi zunächst deutlich spüren lässt, wird bald getrübt, denn Berlin setzt ihm den Standartenführer Fiskoleit vor die Nase. Berni versucht, sich und die Familie von der Politik fernzuhalten. Als eines Tages ein General von Prettwitz bei ihm erscheint, um über ihn Verbindungen mit General Kestranek anzuknüpfen, spielt Berni nur widerwillig den Vermittler. Auch der alte General kann ihm nicht klar machen, dass in diesen Zeiten niemand nur für sich allein leben darf. Wieder einmal ist es Hansi, die Bernis Träume von Ruhe und Zurückgezogenheit stört. Sie wird auf der Straße von einer Frau angesprochen, die sich als Martha Mendel, jüdische Schauspielerin aus Linz und entfernte Verwandte, vorstellt. Zunächst wollte sie zu Franz Ender, bei dem aber bereits die Gestapo ist, um ihn über seinen Bruder Paul zu verhören. Paul arbeitet immer noch für die Sozialdemokraten in Brünn. Hansi versteckt Martha im Dachbodenzimmer des Palais. Durch Zufall entdeckt ausgerechnet Ernö Martha Mendels Versteck. Er braucht nicht lange, um zu erfahren, wer sie wirklich ist. Während Bern in Panik gerät und Martha einfach aus dem Haus schicken will, schmiedet Hansi ein geschicktes Komplott zu ihrer Rettung. Sie kompromittiert Ernö derart, dass er gezwungen ist, bei Marthas Flucht mitzuhelfen. Den falschen Pass dafür besorgt Berni. Paul Ender, der ebenfalls mit falschen Papieren von Brünn nach Paris unterwegs ist und kurz im Palais auftaucht, hat ihn endlich überzeugt, dass es notwendig ist, Stellung zu beziehen. Womöglich kommen die heute wirklich. Danke. Oh Gott sei Dank, dass du da bist. Wen hast du denn da mitgebracht? Den habe ich vom Tor abgegabelt. Und der Sturmführer Klopp, Herr Hitler. Das ist meine Tante Frau Kellemann und ich bin die Hanna Artenberg. Kellemann? Ich habe mich bei einem Obersturmbannführer Kellemann zu melden. Da sind Sie ja fast richtig, gleich ums Eck. Wenn du schon da bist, soll auch da bleiben. Wo ist die Großmama? Ist schon unten. Mit der Sophie Maschek. Kaum hat die den Kuckuck gehört, ist sie auch schon anmarschiert. Kuckuck? Was ist das denn? So heißt bei uns der Luftschutzsender. Kuckuck, Kuckuck, das ist das Signal. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner ihre Eier in unser Nest legen. Also kommen schon. Dem Erdl können Sie nach der Entwarnung Ihre Aufwartung machen. Erdl? Obersturmbannführer Ernst Kellemann. Er ist Tante Hansis Stiefsohn. Ihr Stiefsohn? Trauen Sie mir keinen Stiefsohn zu? Keinen Obersturmbannführer. Aber wissen Sie, in diesem Haus ist alles möglich. Ich wollte mal sogar einen Standartenführer heiraten. Aber er hat Glück gehabt. Er ist vorher versetzt worden. Was sagen Sie im Radio? Kampfverbände im Anflug auf Kärnten, Steiermark. Zwischen Raab und Steinermanger fliegt ein Kampfverband, ein langer. Vorn kein Jäger, hint kein Flak, vielleicht bricht er sich selbst das Knack. Der Herr Klopf kennt das sicher. Verzeihung, nein. Bin erst gestern in Wien eingetroffen, war noch nie hier. Wenn wir noch lang hier stehen, dann wird er vielleicht gar nichts mehr von Wien zu sehen bekommen. Sind Sie verwundet? Streifschuss. Schon fast verheilt. Andenken an das Papuk-Gebirge. Wo ist denn das? Nördliches Jugoslawien. Ist denn dort Krieg? Partisanenbekämpfung. Ja, mein liebes Kind. Das sind so die Sachen, die man im Wehrmachtbericht nicht zu hören bekommt. Also kommt jetzt. Verstanden. Er bitte Meldung, wenn was Neues vorliegt. Ende. Immer wieder mal Raum
Linz. Im Moment keine Gefahr für Wien. Aber auf die Dauer werden euch die alliierten Brüder nicht verschonen. Ja, das war wohl eine Illusion. Das kann ich mir vorstellen, nach der Moskauer Deklaration vom vergangenen November. Ja, mein lieber Adenberg, weil euch die Alliierten die Wiederherstellung eines unabhängigen österreichischen Staates versprochen haben, habt ihr wohl geglaubt, dass sie euch auch mit ihren Bombenangriffen verschonen werden. Diejenigen, die sich trauen, ausländische Sender zu hören, haben das wohl gehofft. Die sollen begreifen, dass sie mit uns an einem Strick ziehen müssen. Sonst werden sie eines Tages mit uns an einem Strick baumeln. Verzeihen, Herr General, aber das klingt fast wie ein Artikel des Herrn Dr. Goebbels aus der letzten Nummer vom Reich. Sie kennen mich jetzt lange genug, Abendberg. Sie wissen genau, wie ich das meine. Stimmt. Ich kenne Herrn General seit 1938. Vielleicht erinnern sich Herr General noch an unsere erste Begegnung. Die Front habe ich gerade noch beim Zusammenbruch in Italien erlebt. Das hat durchaus seine Vorteile. Beim nächsten Mal wird man nicht wieder auf mich zurückgreifen. Die Wehrmacht steht hinter dem Führer, das stimmt. Aber die Wehrmacht will keine militärischen Abenteuer. Ein Krieg, das wäre doch ein Irrsinn. Das würde ja Deutschlands Wiederaufstieg kaputt machen. Das ist jedem klar. Ja, das war 1938, Herr General, im März. Ich erinnere mich genau. Jetzt haben, Herr General, den Polenfeldzug und 2 Jahre Russland hinter sich. Ich bin um einen Arm ärmer und ein Ritterkreuz reicher. Das haben Sie vergessen. Ja, und Sie sind doch noch Oberleutnant geworden. Mit 45 Jahren. Aber das verdanke ich weniger meinem Heldentum als meinen Sprachkenntnissen. Ihre Sprachkenntnisse, deswegen habe ich Sie rufen lassen. Sie sprechen Französisch wie ein Franzose. Ich habe ja lange genug in Paris gelebt, Herr General. Und kenne eine Menge Leute. Franzosen. Ganz bestimmte Franzosen. Falls Herr General die Familie Castro meinen? Ihre Frau ist doch eine Castro. Ja, stimmt. Aber wir haben keine Ahnung, was mit den Castro ist, die Herr General offenbar meinen. Einer ist bei diesem General de Gaulle in London. Das weiß wiederum ich. Aber ich meine im Moment gar nicht so sehr die Castro. Was würden Sie von einer Versetzung nach Paris halten? Ich könnte das organisieren. In welcher Verwendung, Herr General? Ganz in der Nähe von Rommel, Heeresgruppe B. Der Rommel der Markösterreicher. Und wir könnten einen Mann wie Sie dort brauchen.